Dann begrüße ich alle Anwesenden und eventuell noch Hinzustoßenden zur ersten Sendung der Marder live sonntags 20 Uhr. Ich möchte kurz erklären, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Ich werde erstmal, das würde ich jetzt in Zukunft dann auch beibehalten, eine kurze Zusammenfassung der letzten Woche machen und lade dann entweder Leute ein, die Interesse haben, mit mir zusammen im TS zu dem Thema zu diskutieren. Oder werde dann halt das Ganze relativ zeitnah danach auch beenden, um eventuelle Fragen noch zu beantworten, die per PM oder per entsprechende Social Network Plattform hereingekommen sind. Die aktuelle Woche hatte im Endeffekt in meinen Augen zwei große Rücktritte, die auf jeden Fall interessant fürs Spiel waren und vor allen Dingen auch einen prägenden Einschnitt waren. Zum Beispiel wurde es ja schon vor einigen Wochen angekündigt, wurde von vielen Seiten gefordert und jetzt ist es offiziell, dass John Dahl aus der Liste der Börsenaufsicht verschwunden ist. Ich denke mal, über die Für und Wider und ob es sinnvoll war, ob es notwendig war oder was auch immer, wurde lange genug diskutiert. Ich persönlich denke, dass er einen recht guten Job gemacht hat. Ich finde es schade, dass er es jetzt nicht mehr macht, aber ich kann ihn auch verstehen, dass er jetzt sagt, okay. Ich mache einen Haken dran, ich werde zurücktreten. Die Sachverhalte an sich sind ja auch ausführlich genug geklärt worden und daher denke ich, dass jetzt die abgeschlossene Lösung eigentlich die sinnvollste an der ganzen Sache war. Die zweite Sache war nicht ganz so geräuschlos und vor allen Dingen nicht ganz so vorhersehbar. Und zwar geht es um die Pirates Empire mit ihrem CEO-Kapitän. Ich denke, er ist eigentlich mittlerweile allen bekannt, dass er ja für einen Wettbewerb von uns, dem Market Maker, ordentlich Staub aufgewirbelt hat und auch sonst im Chat bzw. auch in der Ingame-Zeitung eine relativ aktive Rolle gespielt hat. Ob man jetzt mit seinen Argumenten konform geht oder nicht, ist natürlich jedem selbst überlassen. Fakt ist, und da sind sich glaube ich mittlerweile auch alle einig, dass sein Abgang, formulieren wir es mal so, verbesserungswürdig war. Also im Endeffekt, für die, die es nicht mitbekommen haben, gab es zu seinem Ende einen Zeitungsartikel. Findet man auf seinem Profil noch. Mittlerweile ist er bei der Zeitung rausgerutscht. Wer möchte, kann es sich gerne nochmal durchlesen. Wurde auch rege diskutiert dazu, ob man das Spiel in der Art und Weise verlassen muss, sollte jeder selbst entscheiden. Ich bin der Meinung, dass man auch in anderem Stil gehen kann. Ich habe ihn geschätzt als Redakteur, der seine Meinung nicht in der Berg gehalten hat, ob unbedingt immer alles so plausibel, fundiert und mit Rückhalten versehen war, ist wieder ein anderes Blatt. Aber auf jeden Fall denke ich, ist er einer, der dem Spiel und dem Schwung an sich gut getan hätte. Leider hat er für sich entschieden, dass seine Aktion dann wohl doch nicht so war, wie er sich das vorgestellt hat und er ist gegangen. Die Aktionäre sind leider die, die im Endeffekt jetzt das Nachsehen haben. Und naja, auf jeden Fall war das der zweite große Rücktritt in dieser Woche. Dazu für die Newcomer gab es diese Woche auch noch zwei, denke ich mal, relativ wichtige Punkte. Und zwar natürlich neben dem Newcomer-Projekt von uns, was gestartet ist. Ist auch von der Newcomer School ein Projekt, wo ich denke, was auf jeden Fall Potenzial hat und was auf jeden Fall auch eine gewisse Existenzberechtigung hat, ist jetzt die neue Runde gestartet. Wer sich da informieren möchte über alles Mögliche, was damit zu tun hat, findet unter den User-Projekten einen Link, wo er dann auf die externe Seite mit den entsprechenden Anmeldemöglichkeiten, Tagebüchern etc. pp. Geführt wird. Ich denke, es ist ein interessantes Projekt. Was bisher an Absolventen die Schule verlassen hat, war eigentlich, wie ich das einschätzen kann, immer ganz gut dabei. Und ich muss sagen, Hut ab vor denen, die sich da mit den Newcomern beschäftigen und denen Tipps und Tricks zeigen. Ihr macht einen guten Job, macht weiter so. Und ich denke mal, das kann auf jeden Fall eine sinnvolle Sache werden. Auf jeden Fall als Ergänzung zu sehen. Und ein wichtiger Punkt, denke ich mal, um neue Spieler im Game zu halten. Der letzte Punkt, den ich als allgemeine Knackpunkte heute kurz ansprechen möchte, ist das Thema Kapitalerhöhung. Und ich denke mal, jeder weiß, worum es geht.
Und zwar gab es, gibt es immer noch eine Newcomerin, die eigentlich einen super Job gemacht hat und sich jetzt in einer Kapitalerhöhung befindet, die mit ihren Aktionären jetzt nicht unbedingt abgesprochen war. Daher denke ich mal, ist es auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass man sagt, Kapitalerhöhungen sind eine wichtige Sache, um vor allem kleine Spieler mit Potenzial mehr Kapital zu verbringen. Bin ich ganz dabei. Aber ich bin der Meinung, vor allen Dingen Kapitalerhöhungen in diesem Volumen, und hier reden wir ja von über den Daumen 30 Millionen, plus halt, was man für Blöcke noch investieren muss, das sollte auf jeden Fall mit Investoren abgesprochen werden. Ich verstehe auch nicht, warum es jetzt in dem Fall gemacht wurde. Ich meine, klar, sie hat in den Beschreibungen drin stehen, ab dem und dem Kurs gibt es das und das, und ab dem und dem Kurs gibt es das und das an Kapitalerhöhung. Auch schreibt sie ja hier drin, in 6 Monaten möchte sie 5 bis 10 Milliarden Buchwert haben. Ich bin gespannt, wie sie es hinbekommen möchte. Vor allen Dingen, wo sie ja anscheinend mit Investoren jetzt nicht unbedingt super im Kontakt steht. Aber man kann nur sagen, viel Erfolg. Wir werden sehen, wie es läuft. Vielleicht hat sie auch Investoren, die sich nur noch zurückhalten, um dann vielleicht größere Aktienpakete für sich zu sichern. Kann natürlich sein. Man würde es ihr wünschen. Für den Tipp für Newcomer allgemein bin ich allerdings der Meinung, dass mit einem Alter von 26 Tagen ist für eine Kapitalerhöhung deutlich zu zeitig. Ich denke, man sollte Minimum seine 3, 4 Monate im Spiel sein, seine Erfahrung haben. Und dann macht so eine Kapitalerhöhung auch Sinn. Beziehungsweise, wenn man halt wirklich kompletter Einsteiger ist, sollte man sich überlegen, ob man diese Sprünge vom Kleinunternehmen zum Mittelstand direkt hinter sich bringen möchte, um dann mit dem gleichen Ziel weiterzufahren, weil es wird definitiv nicht die gleichen Wachstumsraten bringen. Und ich sag mal so, die Wachstumsraten waren super. Es war auch eine sehr gefragte Aktie. Ob es nach der Kapitalaktion jetzt noch weiter gefragt bleiben wird, halte ich für fragwürdig. Ich sehe natürlich die angekündigten Kurs von 10 bis 20 Euro nach der Kapitalerhöhung als nicht realistisch. Ich denke, der Kurs wird sich zwischen 40 und 50 Minimum einpendeln, eher mit Luft nach oben. Und ja, das werden wir dann sehen, wie es dann im Endeffekt ausgehen wird. Allgemein ist dann diese Woche relativ ruhig gewesen. Der Handel war nicht geprägt von irgendwelchen großen Aktionen. Und in dem Zusammenhang sehe ich es als auch ganz sinnvoll zu sagen, es fehlt der Schwung, es fehlt mal wieder ein paar Aktionen. Ich hoffe, dass unser lieber Madman mal seine Millionen ausgibt, dass wir hier wieder ein bisschen Handel reinkriegen. Und da das die Premiere ist und wir bisher noch keine weiteren Rückfragen haben, danke ich für eure Zeit und wünsche euch noch einen schönen Sonntag.